Herzlich willkommen! In diesem Video erkläre ich dir die Konstruktion des Innenkreismittelpunktes und in weiterer Folge des Innenkreises. Die drei Winkelsymmetralen schneiden einander im Innenkreismittelpunkt I. Das heißt, wie konstruiert man einen Innenkreismittelpunkt? Man muss für jeden Winkel, hier haben wir den Winkel Alpha, Beta und Gamma, jeweils die Winkelsymmetrale konstruieren. Der Innenkreis berührt alle drei Seiten des Dreiecks. Wie man diesen konstruiert, zeige ich dir jetzt bei diesem Beispiel. Beginnen wir mit der Wiederholung der Winkelsymmetrale. Die Winkelsymmetrale ist eine Gerade, die einen Winkel halbiert. Wie konstruieren wir eine Winkelsymmetrale? Wir zeichnen einmal mit dem Zirkel einen Kreisbogen, sodass dann bei den beiden Schenkeln jeweils ein Schnittpunkt entsteht. Diese beiden Schnittpunkte können wir markieren, denn die sind für den weiteren Schritt nun wichtig. Wir dürfen die Größe des Zirkels jetzt verstellen, stechen in beide Schnittpunkte ein und schlagen jeweils einen Kreisbogen ab. Aufpassen, für diese beiden Kreisbögen dürft ihr die Größe des Zirkels nicht verändern. Wir erhalten einen Schnittpunkt und diesen Schnittpunkt verbinden wir mit dem Scheitel des Winkels und erhalten in weiterer Folge die Winkelsymmetrale. Die Winkelsymmetrale wird noch beschriftet und markieren dann noch die beiden erhaltenen Winkel. Wir wissen, die Winkelsymmetrale halbiert den Winkel Alpha einmal in einen Winkel Alpha halbe und noch einmal in einen Winkel Alpha halbe. Bei einem stumpfwinkligen Winkel, wie hier Beta, funktioniert die Konstruktion genau gleich. Kreisbogen mit dem Zirkel zeichnen. Jetzt dürfen wir die Größe des Zirkels verstellen und schlagen zweimal einen Kreisbogen von diesen beiden Schnittpunkten ab. Es ist hier sinnvoll, die Zirkelgröße zu vergrößern. Wir schlagen zweimal einen Kreisbogen ab und erhalten wieder den Schnittpunkt. Für die Winkelsymmetrale verbinden wir noch den Scheitel des Winkels mit diesem Schnittpunkt und ziehen dann eine Gerade durch. Nun beschriften wir noch die Winkelsymmetrale und wir können sagen, der linke erhaltene Winkel ist Beta halbe und der rechte ist auch Beta halbe. Die Winkelsymmetrale hat den Winkel Beta halbiert. Wir versuchen nun dieses Wissen auf unser Dreieck umzumünzen, um in weiterer Folge den Innenkreismittelpunkt konstruieren zu können. Wir markieren die drei Winkel und zeichnen jetzt einmal bei jedem Winkel einen Kreisbogen ein. Man könnte das jetzt auch mal nur bei einem machen und dann beginnen, nur mal die Winkelsymmetrale bei Beta zu zeichnen. Oder man geht her und zeichnet einmal bei jedem Winkel einen Kreisbogen. Man erhält dadurch zwei Schnittpunkte bei jedem Kreisbogen und in weiterer Folge konstruiert man nun die Winkelsymmetrale. Mit dem Zirkel bei beiden Schnittpunkten einstechen und jeweils einen Kreisbogen abschlagen, sodass ein Schnittpunkt entsteht. Eckpunkt B mit dem Schnittpunkt verbinden und wir zeichnen die Winkelsymmetrale vom Winkel Beta. Beschriften: Winkelsymmetrale, Beta. Selbes Spiel für Gamma. Von beiden Schnittpunkten jeweils einen Kreisbogen abschlagen, den erhaltenen Schnittpunkt mit dem Eckpunkt C verbinden. Wir erhalten die Winkelsymmetrale Gamma. Zu guter Letzt selbes Spiel beim Winkel Alpha. Einmal vom rechten Schnittpunkt, einmal vom linken Schnittpunkt, sieht man gerade nicht ganz so gut, weil die Hand davor war. Aber das funktioniert wie auch bei beiden anderen Winkeln. Winkelsymmetrale vom Eckpunkt A durch den Schnittpunkt durchzeichnen. Und man erkennt sehr, sehr schön, dass sich die drei Winkelsymmetralen im Innenkreismittelpunkt treffen. Um den Innenkreis konstruieren zu können, muss man den Radius einzeichnen.
Dazu muss man von jeder Seite eine normale Strecke zum Inkreismittelpunkt zeichnen. Nullerlinie auf der Seite A, eine normale Strecke zum Inkreismittelpunkt wird nun gezeichnet. Das ist dann unser Radius. Diese Strecke steht normal auf die Seite A, markieren wir auch mit einem rechten Winkel. Dasselbe von der Seite C, normale Strecke zum Inkreismittelpunkt, rechten Winkel markieren. Und von der fehlenden Seite B, wieder 90 Grad, zum Inkreismittelpunkt, rechten Winkel markieren. Hier haben wir den Radius für den Inkreis jetzt eingezeichnet. Diese drei Punkte sind dann auch die Berührungspunkte des Inkreises mit dem Dreieck. Radius in den Zirkel nehmen, im Mittelpunkt einstechen und dann den Inkreis zeichnen. Und wie ich gerade gesagt habe, sieht man sehr schön, dass der Inkreis das Dreieck genau in diesen drei Berührungspunkten berührt.